Merci, Madame Präsidentin. Den italienischen Premierminister, den Herr Renzi, hat letzten Samstag auf der selbigen Sitzung über Griechenland geschwärt, zur Flüchtlingsfrau sich geäußert und hat gesagt, zu den anderen Ministerpräsidenten, wenn der nicht solidarisch will sein mit Italien, übrigens auch mit Griechenland an der Flüchtlingsfrau, davon schwätzt keiner. Verdient er nicht, Europa genannt zu gehen, hat er gesagt. Das war ein rosenen Ausspruch, den er gemäht hat, den aber einer gewissen Realität entspricht. Und ich meine, die letzte ist schon klar gewesen, dass es sich nicht allein um eine griechische Krise handelt, sondern dass es sich um eine Krise von der europäischen Konstruktion handelt. Eine gemeinsame Währung zwischen Staaten, die an Konkurrenz stehen, kann nicht mehr zu Turbulenzen führen. Ich meine, dass das der Geburtsfehler ist vom Euro, so wie ihn heute besteht. Es gibt Staaten mit großen Exportüberschuss wie Deutschland, und es gibt Staaten, die sind Aufsatzmärkte für die Länder, für Waren und für Kapital, und das ist auch der Fall von Griechenland. An den USA und an anderen großen föderalistischen Staaten wäre so ein Krise wie die heute nicht denkbar. Da gibt es nicht nur eine Währung, die überall natürlich indispensabel ist, sondern es gibt auch ein gemeinsames Budget. An Zentralbank kann an den Staaten auch suchen und hier eigene Staat gehen. Es gehen an den Ländern massiv Transfere gemäht, für das der Lebensstandard an den verschiedenen Regionen, die nicht all dieselbe wirtschaftlich stärkt tun, auch an den USA nicht, dass der Lebensstandard kann ausgeglacht gehen, ohne dass es zu internen Verteilungskämpfen kommt zwischen den Regionen von den Staaten. Alles das, die Damen und die Herren, ist an der EU haut nicht möglich. Ein europäisches Budget gibt es kaum. Die EZB, die Europäische Zentralbank, darf nicht aus Staaten so verleihen. Sie muss über das Kapital mehr dafür führen. Und Krisenpolitik bedeutet immer, dass Länder sollen an die Situation kommen. Sie kommen nicht aber nie, für selber auf den Kapitalmarkt lehnen zu gehen. Und dafür müssen sie alle verfügbaren Mittel an ihrem Land abbringen, für die EZB und andere Institutionen zu remboursieren. Und ich muss Ihnen noch sagen, es gibt noch heute noch große Gewinner gemäht auf den griechischen Obligationen. Da sind 2 oder 3 Milliarden, die an der letzten Zeit herangekommen sind, über griechische Obligationen, die übrigens auch pünktlich zurückbezahlt sind. Es sind aber die Leute am Land selber, die müssen dafür abkommen. Das ist den anderen Aspekt davon. Sie müssen dafür abkommen mit massiven Lehn- und Rentenabbußen, mit einem Sozialnetz, was nicht mehr da ist. 40% von den Leuten gibt es keine Krankenversicherung mehr an den ganzen sozialen Notstand, den damit zusammenhängt. Das ist die andere Seite von den sogenannten Hilfen für Griechenland. Aber gesagt wird, an andere Länder wie Spanien oder Portugal oder Irland, da geht es doch darum, wie Job an der Schomarsch geht da zurück. Da muss ich aber so, zum Beispiel bei Spanien geht der Schomarsch zurück, weil Spanien, die Jungspanier auswandern an andere Länder. Da, wenn es geht, an anderem, der Schomarsch zurück. Und er geht auch zurück, weil die meisten Arbeitsplätze, die da geschaffen gehen, die sind Arbeitsplätze à temps partiell. Das heißt, lesen auch definitiv keine Sozialprobleme. Schon von der EZB geschwärt, ein europäischer Rettungsschirm, den der wohl suchen aus Staaten direkt lehnen. Aber nicht mehr suchen, die hier selber auch auf der Finanzmarkt gelehnt wird, nicht bei der Zentralbank zum Beispiel. Und auch die Suche sind in dieselben Konditionen gebunden. Auch die Suche bringen ganz viel Gewinner ran auf der Finanzmarkt. Es muss ein dürfen aber trotzdem eigentlich hei ganz klar so ein prinzipiell, Suche für Griechenland sind eigentlich kein Hilfspack, Suche für Griechenland fließen doch nicht an die Ökonomie. Sie fließen zurück für den Schuldendienst bei der Europäischen Zentralbank, beim Europäischen Rettungsfonds oder auch beim Internationalen Währungsfonds zu bedingen. Auch übrigens die Milliarden, die Lofer sprach, die war bei den gescheiterten Verhandlungen zu Brüssel. Auch die wären hauptsächlich dahin zurückgeflossen.
Und muss ich sagen, die Suche kommen auch nicht aus dem Budget von den anderen Staaten. Sie kommen nicht von Mindestlohnbezieher aus anderen Ländern, die immer gerne als Beispiel mobilisiert gehen. Auch sie kommen aus der Finanzmärkte, erfließen auch teilweise durch mit Gewinn zurück. Die Staaten haften just an letzter Instanz, wenn alles schief geht, mit ihren Garantien. Aber wenn die Garantien bis spielen, könnt ihr sicher sein, dass auch dann an dem Budget von den Staaten dann die Austeritätspolitik Ruhe zugeht, für die Perten dann zu kompensieren. Auch den Ursprung von der griechischen Krise leidet eindeutig da, wo Privatbanken, vor allem aus Frankreich und Deutschland, sich verzockt hätten, weil sie wirtschaftliche Situation in Griechenland falsch angeschaut hätten für Jahre und dann noch enorm Risikoprämien faktoriert und die nicht mehr zu bezahlen waren. Weil für darauf war das griechische Bankensystem noch gesund. Deine Lehrer waren zum Beispiel an Hecht von den Krediten, die gemäht sind. Privatschulden in Griechenland, so gut Staatsschulden, luchen immer unter dem europäischen Durchschnitt. Dono sind die überdeuert Bankkredite von den Institutionen überholt gehen. Also sie gehen bis heute mit letzter Energie auch nie herkat angeklaut, vis-à-vis vom griechischen Staat. Also den Herkat, die muss kommen, also ohne Zweifel ein Schuldenschnitt. Duf, als eigentlich die meisten Leute sind sich darüber eins. Gleichzeitig schulden die europäischen Programme, die damit verbunden waren, die Wirtschaftssituation und Sozialsituation dramatisch verschlechtert, wird natürlich auch zum Abbruch vom PIB gefeuert wird, wird dazu gefeuert wird, dass die Schulden per rapport zum PIB natürlich geklommen sind. Das war alles vorauszusehen. Herr Gramenia hat gesagt, es gibt schon alles gemäht, die für die Wirtschaft durch um Bein zu kriegen. Ich will zitieren, hier aus einer Debatte, die wir hier an der Chambre hatten, den 6. März 2012, da war es alles so gegangen. Da war es dem Depart gegangen, den Loh haut. Soll verlängert gehen. Da hat die Grünen-Fraktion ein Demand gemäht für eine neue Aktualität. Und an dieser Debatte hat ihre Sprecher von Demos, den Herr Bausch, gesagt, das ist ein Hilfspakt für Griechenland als kein Hilf. Mehr just ein paar Zentimeter mehr unterlängt, mit der Griechen am Moment im europäischen Park G4 gefeuert gehen. Das ist unserer Meinung nur unerträglich. Ich gebe bald so ein, es ist bald degutant. Und das zerstört doch Vertrauen von den Bürger an als demokratisch-europäische Institutionen. Die wissen, dass diese Politik dem Land nicht hilft. Die wissen, dass dieses Land muss massiv entschuldigt gehen, und dass das die einzige Lösung ist. Und ich muss sagen, das geht auch immer mehr gesehen, auch auf internationalen Plan. Just hier an der Chambre fand ich, dass es relativ wenig angesehen wird, dann eine einseitige Durchstellung hier von der Problematik immer gemäht wird. Zum Beispiel hat der Chef von der DIW, von dem Deutschen Wirtschaftsinstitut, dem Hauptwirtschaftsinstitut in Deutschland, der aber für drin immer die offizielle Politik verteidigt hat, muss ihn dabei sein. Und gesagt, der Spurkurs, den wir gescheitert, weil er hat die griechischen Institutionen überfordert und letztendlich die Krise noch weiter vertieft. Dieselbigen Herr, den warnt auch für einen ähnlichen Affair wie bei Lehman Brothers Demos, wo die Krise ausgelöst ist, 2008, 2009. Das ist ein Ausdruck von einem kompetenten Mann, Mengenischer, den sich sorgen möchte über die Auswirkungen von einem Grexit, dann über die Auswirkungen vom Scheitern von der europäischen Politik an der Dota froh. Wir hören vom Herrn Gramenia, er just nehmen, dass den Euro sicher wäre. Der Gramenia meint, den Euro wäre sicher. Den Wirtschaftsspezialist, der bis jetzt den offiziellen Kurs verteidigt hat, sieht, das nicht wahr. Das schon vom Herrn Baudry heute zitiert, den Viergänger von der Madame Lagarde hat gesagt, den FMI hat Fehler gemacht und ich überhole meine Responsabilität. Er verlangt eine andere Politik vis-à-vis von Griechenland. Ich meine, dass der Kurs einfach gescheitert ist von den Regierungen, die nicht mehr noch Kapital mehr gesagt haben. Und ich meine, dass Luxemburg leider dazugehört. Und da doch Position angeholt wird vom Exportland Deutschland, wo ja der Wille nur ein Grexit besonders stark war, besonders stark exprimiert, die das bis zum Schluss exprimiert, die das. Und ich bin noch nicht überzeugt, dass der Wille auch da dahinter, dass
vier über den Grexit, den Huawei offiziell gesucht wird, dass man den nicht wünschen, die Krise do zu lesen. Ich meine dafür auch, dass, so wie Madame Loschetter schon gesucht wird, Europa vier und länger Kreuzung steht. Und egal, wie Europa abschlägt, werden wir einander Europa her nur hin. Wir haben entweder den Weg von harten Mesuren zu gehen in Form von einer weiteren Verdäufung von dem Mechanismus, mit all den Ausschlussmöglichkeiten, die damit verbunden sind, wird schlussendlich aber noch Euro rausläuft, den am Ende von Deutschland für, die dann ihr D-Mark rum hätten, aber da wird die EU für ein großes Zerreißprof setzen oder wir haben den Schwer, für ein Arrangement zu treffen mit der griechischen Regierung zusammen, die noch am Interesse wir von anderen kleinen Ländern, die noch am Interesse wir von den Südländern, die nicht wollen ihre Wirtschaft auf den Kopf gehauen und auch nicht wollen hungern wollten an ihren Ländern an Zukunft hin. Ich kann leider nicht mehr als Zeitgrund angehen, ob die Verhandlungen, ob die Durchstellung von den Verhandlungen noch bremsen, wo ich einfach fand, dass das eine Durchstellung war, die der tatsächlichen Situation nicht Rechnung trägt. Ich fand, wen halt zu kritisieren, dass das nicht eine Regierung, die konsequent ist. Ja, Robani, wenn da keine Zeit mehr dafür hat, dann meldet er nicht. Ich bin froh, wenn er mal ein Point de Chute gewähren. Ich habe ja schon ein Point de Chute von anderthalb Minuten gegeben. Das ist überproportionell vis-à-vis von den anderen Fraktionen. Gut. Wir fanden, für aufzuschließen, dass die Haltung von der griechischen Regierung für ein Referendum zu machen und völlig entschieden zu lassen, bei all den politischen Manövern, die für drüber waren, es sind zu breiten sie Leute angelöst, die von den Oppositionsparteien, während parallel am Saal nebendrun Verhandlungen an der Endphas waren. Das sind Manövern, die sind inakzeptabel, inakzeptabel auch, als wenn Herr Juncker sich erlaubt, hin die verantwortlich als in all den Programmen von 2010 und als Eurogruppe-Chef. Hin hört auch das alles an den gelegt. Komm zur Konklusion, sonst muss ich erst das Mikro wechseln. Und dürfen meinen nicht, dass nur nächste Sonntag Situation viel mehr klar wird sind. Und ich hoffe, dass die Richtung auch klar ist. Aber wenn die Richtung ein Nein ist, dann geht es darum, Verhandlungen frisch abzuholen und zu einem akzeptablen Resultat zu kommen. Ich sage nicht, merci. Merci, Herr Robani. Du hast heute zwei und eine halbe Minute mehr gekriegt, wie das zu gut hat. Also, ich meine, der sieht gut wegkommen. Und du hast direkt den Finanzminister das Wort, Herr Graminia. Merci, Herr Präsident. Merci, alle guten Intervenants für den Debatt. Ich halte mich relativ kurz, weil ich meine, dass man